I'm very happy to be allowed to announce the following talk. Moin, ihr hört den Talk Hunting the Sick Fox, Wireless IoT Network Security von Florian, in der deutschen Übersetzung von Stefan und einem anderen Florian. And somebody there hacked the Furby, and there was also a video where you could see the debug output on the displays, which are the eyes of the Furby. It was a really disturbing video. And the guy who did this is exactly Florian. Okay, ja. Florian hat vor einiger Zeit ein Furby gehackt und auch ein Video gemacht. How to hack the Furby. Das ist der. Heute redet er über Sigfox, eine Netzwerktechnologie für IoT-Geräte. Und wie immer in der IoT-Welt gibt es da ein paar Sicherheitsprobleme. Ja, freut euch auf diesen Talk von Florian und begrüßt ihn mit einer Runde Applaus. Danke für die Einführung. Dieser Talk richtet sich an eine technische Audience. Aber ihr müsst keine Hochfrequenzexperten sein, um die Sachen zu verstehen. Ich werde ein paar Grundlagen der Nachrichtentechnik und von Sigfox beschreiben und danach die Analyse des Sigfox-Protokolls beschreiben und ihre Sicherheitsaspekte. Das Wichtigste zuerst, ich habe keine schwerwiegenden Vulnerabilitäten, keine schwerwiegenden Unsicherheiten gefunden, aber es gibt ein paar schwache Punkte. Ich möchte mich zuerst kurz vorstellen. Ihr müsst nicht viel nicht wissen. Ich zeige euch dieses Bild von mir. Ich zeige euch dieses Bild nicht, weil ich so toll aussehe, sondern weil ich diese Kuh hier im Hintergrund so großartig finde. Das ist nicht nur irgendeine Kuh, das ist Alice die Kuh. Alice hat ein großartiges Leben. Sie lebt irgendwo in den Bergen, ist immer draußen. Es gibt nur ein Problem mit ihr. Sie bricht gern aus ihrem Gehege aus. Und dann der Farmer, der Bob heißt, der mag das nicht. Aber er hat vor kurzem über etwas gehört, das IoT, das Internet der Dinge, von dem er glaubt, dass es alle seine Probleme löst. Deshalb hat er dieses Halsband für Alice gekauft. Dieses Halsband macht ein paar Dinge. Zuerst bestimmt es Alice' Position nach GPS, misst ihre Körpertemperatur und überträgt diese Daten an Bob. Das ist ein Problem. Wie kriegt man diese Daten von Alice zu Bob? Traditionell in IoT gibt es zwei Lösungen. Eins ist Wi-Fi, das andere ist Mobilfunknetzwerke. Wi-Fi wird hier nicht funktionieren. Man kann nicht die ganze Gegend mit Wi-Fi überdecken. Da ist einfach die Reichweite nicht groß genug. Mobilfunknetzwerke würden im Prinzip funktionieren, aber sie sind relativ sehr teuer und sie brauchen einen Haufen Energie, also müsste die Batterie häufig wechseln. Glücklicherweise gibt es einen anderen Ansatz, das heißt der LP1. Das ist Wide Area, also langreichweitiges Netzwerk mit geringerer Leistung, das all diese Probleme löst. Nun, warum ist das möglich? Warum haben wir das gerade erst vor kurzem gefunden? Warum wurde es nicht früher entdeckt? Welche Kompromisse wurden dazu gemacht? Um diese Kompromisse zu verstehen, müssen wir an das elektromagnetische Spektrum gucken. Das hier ist das elektromagnetische Spektrum eines WLAN-Signals. WLAN ist ziemlich breitbandig und man hat diese kleinen Spitzen obendrauf, das ist Rauschen. Und um die Leistung zu finden, die in einem so Wi-Fi-Signal ist, muss man an die Kurve die Fläche unter der Kurve gucken. Die Bandbreite von Wi-Fi ist typischerweise 20 MHz. Und dieses rote Rechteckangel, das ist das Rauschen. Das wollen wir eigentlich nicht. Wir wollen nur das Signal. Und der relative Wert des Rauschens zur Signalleistung, das ist die Rauschsignalleistung oder SNR, oder Signal-Rauschleist-Verhältnis.
Und wenn man hier Dirk anguckt, ist das rote Signal relativ groß, ist verglichen mit dem Signal. Das heißt, die Signal-Rausch-Relation ist relativ schlecht. Was man machen kann, ist, dass man die ganze Signalleistung in einem sehr schmalen Signal, in einem Signalfrequenzbereich konzentriert. Dann hat man nur ein kleines Rauschquadrat auf dem Signal und die Signal-Rausch-Verhältnis ist sehr viel besser. Diese Technologie heißt UNB oder Ultraschmalband-Sendung. Ja, wenn diese Lösung so einfach ist, warum machen wir das nicht auch immer, auch bei Wi-Fi? Nun, das Problem ist, die Antwort ist ganz einfach, die Bandbreite ist ungefähr proportional zur Datenrate. Das heißt, zum Beispiel, wenn ich euch sage, ich habe Breitband-Internet, dann denkt ihr, ist schnell. Ihr sagt nicht, dass mein Internet viel Frequenzen benutzt. Wenn ich euch sage, Sigfox ist eine Ultraschmalband-Technologie, dann denkt ihr, Sigfox ist langsam. Und wenn ich euch sage, langsam, das ist nicht nur ein bisschen langsam, sondern sehr schnell. So, hier ist die Vergleich zwischen Sigfox in der Standardkonfiguration und einem traditionellen Modem. In Sigfox kann man nur ungefähr 140 Uplinks pro Tag übertragen und ein Uplink wird etwa 12 Bytes. Man kann etwa nur 4 Downlinks, also zu dem Gerät pro Tag, die jeweils 8 Byte enthalten können. Also was ihr hier, wenn ihr das macht, hier könnt ihr alles vergessen, was ihr über Internetprotokolle wisst. Es gibt kein IP, keine Namensauflösung, kein HTTP. Es gibt überhaupt keine Signalisierung oder Verbindungsaufbau. Sigfox überträgt das einfach, veröffentlicht das einfach, es schläft die meiste Zeit, bis irgendein Timer abgelaufen ist oder ein Knopf gedrückt wird und dann veröffentlicht es einfach die Daten. Irgendwelche Basisstationen nehmen das Signal an und übertragen es in die Cloud oder nicht. Es gibt kein großartiges Protokoll darüber. Das ist cool. Aber wie ist das möglich, wenn es mehr als ein Device gibt? Wie kann das, wenn es nicht nur ein Device gibt, sondern 10 oder tausende Devices? Wie können wir sicherstellen, dass diese ganzen Übertragungen nicht kollidieren? Nun, die Antwort ist, die können kollidieren. Die Antwort ist wieder, wir können uns das Spektrum angucken. Das Einzige ist, wir haben Frequenz Multiplexing. Sigfox Uplink passiert an verschiedenen Frequenzen zur gleichen Zeit. Und immer wenn ein Gerät was übertragen wird, checkt es erst die Frequenz, ob sie gerade frei ist. Und nur wenn sie nicht kollidieren, dann überträgt er. Und hier, all diese Peaks, die ihr in diesem Diagramm sehen können, sind nicht nur Kühe, sondern auch andere Sigfox-Geräte, zum Beispiel Smart Home oder Smart Meter, smarte Sträte in der Landwirtschaft. Wir haben also die komplette Quersatz an Buzzwords. Ja, über 250 Millionen Euro konnten sie an Geld einsammeln. Eine Sache, die sehr cool bei Sigfox ist, dass unlizenziertes Spektrum verwendet wird. Das heißt, man kann das ohne Anmeldung, ohne Gebühren benutzen. Der Nachteil ist, Sigfox ist komplett proprietär. Die Protokolle sind nicht offengelegt. Und genau darum geht es auch heute in meinem Vortrag. Sigfox ist nicht das Einzige, was es gibt in diesem Bereich. Das sind eigentlich die einzigen drei, die wirklich eine Rolle spielen. Das ist die Einleitung, das ist die Basis für Sigfox. Und jetzt gibt es noch eine kurze Einleitung, eine kurze Zusammenfassung der Hochfrequenztechnologie, die hier eine Rolle spielt.
Um etwas zu senden, muss ich elektromagnetische Wellen erzeugen. So sieht das aus. Im Moment wird keine Information übertragen. Und die Informationsübertragung findet durch sogenannte Modulation statt. Und eine der Arten der Modulation ist die Phasenmodulation. Und wie man hier sehen kann, wann immer sich die Phase im Signal ändert, dann kann ich damit ein anderes Bit übertragen, zum Beispiel. Das ist nicht die einzige Modulationstechnik. Es gibt auch Frequenzmodulation. Das kennt ihr von eurem Autoradio zum Beispiel, wo Unterschiede in der Frequenz genutzt werden, um Informationen zu übertragen. Das Autoradio verwendet natürlich die analoge Version davon. Lass uns den Sigfox Uplink, die Senderichtung von Endgerät zum Netzwerk, anschauen. Paul Pinot hat in seinem Blog eine Reihe von Reverse Engineering Informationen veröffentlicht, um herauszufinden, wie das Protokoll funktioniert. Und das wollte ich mir auch anschauen, und dafür habe ich mir zwei Geräte besorgt. Und das eine ist ein PyCom, das andere ist ein Entwicklerkit von ST. Und dazu benutze ich zusätzlich ein Software-Defined Radio, quasi ein Mikrofon, nur nicht für Töne, für Luftschwingungen, sondern für elektromagnetische Strahlung. Und damit können wir mögliche Signale am Stück aufnehmen. Und ich spiele euch mal vor, wie sich das anhört. Und das Ganze hier wird jetzt wiedergegeben in Echtzeit. Es ist aber ein Stück Information. Das Interessante daran ist, obwohl wir hier nur ein Stück Informationen übertragen, gibt es drei unterschiedliche Frequenzen, auf denen das passiert. Und ich wollte jetzt erstmal herausfinden, was ist der Unterschied oder was ist das Besondere an diesen unterschiedlichen Frequenzen? Ich weiß, dass Sigfox differenzielle Phasenmodulation verwendet. Und mit dieser Information kann ich ein Programm schreiben, das dieses Signal dekodiert und in eine binäre Repräsentation der Daten umwandelt. So. Und die drei verschiedenen Sendungen habe ich hier in den drei unterschiedlichen Farben dargestellt, damit man sie einfacher unterscheiden kann. Alle drei haben gemeinsam, dass es diese Präambel gibt, und dann gibt es irgendwelche Bits, die aber scheinbar nicht korrelieren. Und genauere Untersuchung hat gezeigt, das ist sogenanntes Convolutional Coding. Wenn ihr euch in dem Bereich nicht auskennt, dann sagen euch diese Begriffe nichts. Der Trick, in Anführungszeichen, ist, dass hier die Daten durch ein Schieberegister zusammen mit einer XOR-Verknüpfung durchgeschoben werden und dabei verändert werden. Und wenn man die richtige Dekodierungsfunktion verwendet, dann sieht man, dass alle drei Aussendungen genau die gleiche Information enthalten. Und die technische Bezeichnung hier ist der Coding Gain im Sinne von Fehlerkorrektur, wodurch zusätzliche Redundanz genutzt wird, um die Daten sicher zu übertragen, um sich gegen Übertragungsfehler, Dekodierungsfehler zu schützen. Ich habe ein paar von diesen Übertragungen aufgezeichnet, immer mit demselben Datenstrom, damit die Analyse einfacher fällt. Und hier ist ein Schwung Beispiele.
Und der Trick ist eigentlich, dass man sich diese Hexdumps dieser Daten anguckt und so lange drauf starrt, bis man anfängt, Muster zu erkennen. Und da sieht man zum Beispiel eine Folgenummer, die sich bei jeder Aussendung um genau einen erhöht. Das ist die Gerätekennung des Senders. Und dadurch kann man jetzt weiß man, dass das jetzt tatsächlich das Gerät von Alice ist, was das gesendet war. Das sind genau die Nutzdaten, die ich gesendet habe, nicht weiter kodiert, nicht verschlüsselt. Und das White Paper von Sigfox sagt das auch sehr deutlich, dass keine Verschlüsselung stattfindet. Und wenn man da lange genug drauf starrt, dann erkennt man tatsächlich die gesamte Struktur des Übertragungsrahmens. Und wenn euch das genauer interessiert, ich habe ein 80-seitiges Dokument, wo genau diese Details nachzulesen sind. Um zusammenzufassen, wenn wir so eine Sendung erhalten, dann sind das die Kerninformationen, die wir erhalten. Das ist die eigentlichen Daten, die Device-ID, die Gerätekennung und der Zähler für die Aussendung. Es gibt noch ein paar zusätzliche Felder, die sehr interessant sind. Es gibt einmal den CAC, die Prüfsumme. Und das ist die Definition des CACs, die hier verwendet wird, ein CAC 16 mit diesem Polynom. Damit kann man erkennen, ob der gesamte Frame, der gesamte Rahmen tatsächlich korrekt empfangen wurde. Nur wenn diese Prüfsumme genau wieder so berechnet wird, wie sie empfangen wurde, stimmen die Daten. Mac steht hier jetzt nicht etwa für einen Apple-Computer. Es steht auch nicht für Medium Access Control, sondern für Message Authentication Code, also eine kryptografische Methode, um Daten auf Authentizität zu überprüfen. Ihr kennt digitale Signaturen vielleicht von PGP oder GPG. Und da kommt ein asymmetrisches Verfahren zum Einsatz. Hier kommt ein symmetrisches Verfahren zum Einsatz. Und das Bild ist nicht ganz so wichtig, aber wichtig ist, es gibt einen spezifischen Algorithmus, um diese Prüfsumme zu berechnen, diesen Message Authentication Code. Und den Key kannte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht, deswegen war es mir sehr wichtig, den Schlüssel zu ermitteln. Und Sigfox sagt, dass man an den Schlüssel nicht rankommt, denn der ist tief irgendwo in der Hardware verborgen. Als ich mein SciPy-Modul bekommen habe, wollte es als erstes die Firmware aktualisieren. Und bevor es das getan hat, habe ich mir das Flash angeguckt und habe es verglichen mit dem, was da hinterher drin stand. Und wie man relativ einfach dann feststellen kann, wird in dem Moment tatsächlich die Device-ID und dieser MAC-Schlüssel ins Flash geschrieben. Wichtig ist, man braucht physischen Zugriff auf die Hardware, auf den Flash-Chip, muss den auslesen können. Und Sigfox hat dafür Lösungen mit einem sogenannten Secure Element, das dann die kryptografischen Funktionen übernimmt und aus dem man dann eben den Schlüssel nicht mehr auslesen kann. Nachteil ist aber, das kostet natürlich extra Geld, deswegen sparen sich das viele Hersteller. So, das ist die Darstellung des eigentlichen Algorithmus, um diesen Mac zu berechnen. Und da kommt AES zum Einsatz im Cypher Block Chaining Mode. Und die eigentlichen Daten werden auf 16 Bytes insgesamt erweitert, dann in zwei Teile geteilt und dann werden diese
beiden Blöcke gemeinsam verarbeitet und es kommt diese Daten raus. So, zusammengefasst, im Uplink, also vom Endgerät in Richtung Netzwerk, werden sehr verbreitete Verfahren verwendet. Es gibt keine offensichtlichen Fehler in der Implementierung. Allerdings, es gibt keine Verschlüsselung der eigentlichen übertragenen Daten. Warum ist das so? Zum heutigen Tag, ne? Das ist eigentlich sehr ungewöhnlich oder begründungswürdig. Und der Grund ist einfach, dass es Geld kostet. Um jede Nachricht zu verschlüsseln, braucht man leistungsfähigere Hardware, die tendenziell auch mehr Strom verbraucht. Deswegen sind Hersteller nicht unbedingt daran interessiert, sowas tatsächlich einzubauen. Was aber wirklich problematisch ist bei Sigfox ist, der Message Authentication Code ist zu kurz und die Sequence Number, also die Nummer, die erhöht wird, wann immer man was aussendet, sind so kurz, dass man empfangene Nachrichten später wieder senden kann und die werden als gültig akzeptiert. Oder man kann sogar eine Nachricht fälschen, ohne den MAC-Schlüssel zu kennen, weil man einfach alle Möglichkeiten durchprobieren kann. Schlimmstenfalls muss man dazu 2 hoch 16, also 65.000 Möglichkeiten ausprobieren und dann kann man eben einfach alle möglichen Schlüssel Werte ausprobieren. Mit vielen Protokollen kann man das nicht praktikabel machen, weil das einfach viel zu lange dauert. Wie lange würde es dauern? Bei 600 Bit pro Sekunde. Und am Anfang, erinnert ihr euch, habe ich was über Frequenzmultiplexing erzählt. Das Schöne ist, dass für diesen Angriff wir tatsächlich alle diese Frequenzen kombinieren können und auf allen gleichzeitig unsere Testpakete senden können. Und wenn wir das machen, dann dauert es nur ein paar Minuten, um alle 65.000 möglichen Pakete rauszuschicken. Und damit können wir dann auch genau diesen MAC-Wert ermitteln. Ja. 16-Bit ist auch nur der schlimmste anzunehmende Fall. Im Zweifelsfall ist es eine deutlich kürzere Zeit. Es gibt ein paar Gegenmaßnahmen. Geräte werden geblockt, wenn sie zu viele ungültige Daten senden. Und die Abwägung ist, wie sicher muss ich mir sein, dass meine Nachricht echt ist, also die Authentizität versus wie viel ist mir die Verfügbarkeit der Lösung wert. Die Replay-Attacke, also das Wiedergeben früherer Nachrichten, um damit erneut Funktionen zum Beispiel auszulösen, das ist mit einem Software-Defined Radio sehr einfach möglich. Als Schutz dagegen ist diese sogenannte Sequence Number eingebaut. Da die aber nur 12 Bit lang ist, also es nur 4000 Möglichkeiten gibt, ist es sehr wohl möglich, dass Geräte, die regelmäßig was senden, dann innerhalb relativ kurzer Zeit anfangen, alte Sequence Nummern wieder zu verwenden, einfach weil die 12 Bit erschöpft sind, weil die 4000 Möglichkeiten einmal durch sind. So. Wenn man zusammengefasst, Alice, wenn man nur seine Kühe nachverfolgen will, dann ist das wahrscheinlich in Ordnung, denn da kommt es vielleicht nicht so sehr auf den Schutz der Daten an. Wenn ihr aber sehr wertvolle Sachen damit schützen wollt oder überhaupt nur tracken wollt, dann ist Sigfox alleine wahrscheinlich zu wenig, denn da gibt es entsprechende Schwächen. Damit kommen wir noch kurz zum Downlink. Der Downlink vom Netzwerk zum Endgerät. Die Sigfox-Basisstation kann nicht einfach an ein Endgerät was senden, weil es zum Beispiel einfach offline sein könnte. Deswegen muss das Endgerät dem Netzwerk sagen, dass es empfangsbereit ist
Und erst dann kann eine Nachricht übertragen werden. Ich wollte natürlich mal aufzeichnen, wie denn so eine Transaktion tatsächlich vonstatten geht. Und dazu war es notwendig, dass ich so eine Basisstation finde. Und ich habe eine in Grafenberg gefunden. Und diese Antenne ist tatsächlich die Sigfox-Basisstation. Zum Glück muss man nicht sich irgendwie mit Karten auf die Suche machen, wo man so eine Antenne findet, sondern es gibt entsprechende Unterlagen bei der Bundesnetzagentur, die Antennenstandorte aufzeichnen. Let's just listen to one of these soundings. Again, that was in real time. So, das war die Echtzeitversion einer Aussendung. So, das war jetzt keine Phasenmodulation, sondern Frequenzmodulation. Ich habe das demoduliert, habe mir ein paar davon angezeigt, ausgesucht und analysiert. Was könnte das sein? Verwenden Sie Verschlüsselung? Sehr schlaue Fehlerkorrektur? Es ist was viel, viel einfacheres, ein sogenanntes Scrambling. Ich zeig euch heute nicht, wie der Scrambler funktioniert, aber die Eingabeparameter für diese Scrambling-Funktion sind einfach eine fortlaufende Nummer und die Geräte-ID. So, also diese Scrambling-Funktion fügt nicht einen wirklichen Schutz der Daten hinzu gegen Leute, die das mitlesen wollen. So ein Frame sieht so aus. Es gibt ein paar Felder, die ganz interessant sind. Eine etwas komplexere Fehlerkorrektur. Und diese Fehlerkorrekturfunktion kann bis zu 8-Bit-Fehler korrigieren. Und es gibt auch wieder den Mac, wie wir ihn schon aus dem Uplink kennen. Zusammengefasst, vernünftige Algorithmen, halbwegs vernünftig implementiert. Die Scrambling-Funktion führt nicht wirklich zur Verschlüsselung der Daten. Wenn man die Sigfox-Verschlüsselung zusätzlich verwendet, dann gibt es natürlich entsprechenden Schutz. Also wenn ihr das in euren Geräten verwenden wollt, dann seid euch bewusst, welchen Schutzlevel ihr da tatsächlich erreicht. Wenn ihr also Vertraulichkeit der Daten sicherstellen müsst, dann solltet ihr auf jeden Fall auf die Verschlüsselung von Sigfox setzen. Und dann ist die Auswahl an Hardware, die ihr verwenden könnt, aber relativ stark eingeschränkt. Da gibt es nur wenige Geräte, die das können. Wenn ihr kein Modem mit Verschlüsselung einsetzen könnt oder wollt, dann könnt ihr das natürlich selber implementieren. Und es gibt ein paar Basisfunktionen, auf die man sich stützen kann. Aber ihr müsst dann die Authentizität der Nachrichten selber überprüfen. Ein paar Leuten muss ich hier danken. Felix und Marc haben einen Großteil der technischen Details hier erarbeitet und die haben auch den Vortrag hier gegengelesen. Und Alex Lehmann von Sigfox selber, der sehr nett darauf reagiert hat und der auf alle unsere Fragen geantwortet hat, und Linus Neumann. Als ich mit Herrn Lehmann von Sigfox geredet habe,
habe ich ihm gesagt, dass wir keine größeren Probleme gefunden haben. Er hat gesagt, dass Sigfox den Plan hat, die Protokoll-Library tatsächlich als Open Source zur Verfügung zu stellen. Wenn ihr mehr über Sigfox lernen wollt und wenn ihr nicht darauf warten wollt, dass Sigfox seine Library zur Verfügung stellt, dann könnt ihr auf meine Library zurückgreifen. Und die Referenzimplementierung ist für Software-Defined Radio. Und ihr könnt mich unter diesen Daten erreichen. Und ihr könnt mir dann auch über Sigfox mit der Geräte-ID und diesem geheimen Schlüssel Daten schicken. Vielen Dank. Thank you, Florian, for this amazing talk. And now we have time for some more questions. There's, I think, a lot of microphones all around. So please line up on the microphones if you want to ask a question. And especially, two tips for that. First, a question is in general just one sentence long. Second, if you want us to hear you, you have to speak into the mic, so get close to the mic. It doesn't bite back. So, I think we have somebody on the mic there in the back. Yes, that's mic number. I can't read that from here. Es kommt eine Frage aus einem der Saalmikrofone. Eight. Okay, thanks. Number 8, you start. So, hi. Is this on? Yeah. So you said scrambling didn't provide any confidentiality. So what is it for? Bietet. Wofür ist es dann da? Es dient zur Synchronisation der Empfänger. Es ist kein Standardalgorithmus, das Scrambling. Ich bin mir nicht ganz sicher, wofür es da ist. Ich glaube, es ist einfach zur Synchronisation der Empfänger. Es ist ein bisschen Security by Obscurity, weil der Algorithmus nicht dokumentiert ist. Okay, now we shift over there to Mike. Yes, you, exactly, yeah. The right shirt. This was the mic. This was the mic. Okay, then I want to go to 7. Sorry, the numbers are too far away. It's just such a big group. Number 7, please. Hi. Thanks for the talk. My question is, what is the reason you cannot disclose the scrambling algorithm? Was ist der Grund dafür, dass du den Scrambling-Algorithmus nicht veröffentlichen kannst? Ich könnte den veröffentlichen. Es zwingt mich niemand, das nicht zu tun. Ich werde gescrambelte und ungescrambelte Versionen von Daten veröffentlichen, so dass das im Zweifelsfall jemand anders nachvollziehen kann. Jetzt eine Frage aus dem Internet. Glaubst du, dass es in der Zukunft möglich sein wird, deine eigene Basisstation zu laufen zu lassen, oder werden sie immer von Sigfox betrieben werden? Absolut. Die Frage ist, gibt es Patente? Technisch gibt es aber keinen Grund, warum man das nicht machen können sollte. Man braucht aber mit Sicherheit ein eigenes Netzwerk mit eigenen Keys, um das vom Sigfox-Netzwerk zu trennen. Und man kann völlig problemlos sein eigenes paralleles Netzwerk aufbauen. Okay, thanks for the talk. I have a student who wants to fuzz LoRaWAN. You mentioned a few times you fuzzed the uplink. Did you use the SDR implementation for sending as well, or did you figure out how to manipulate one of the existing radio transceivers? Um die existierenden Sender zu analysieren. Ich habe den PyCom Sci-Fi angepasst. Aber ich habe die Implementierung für den Uplink nicht angepasst.
Hi, can you tell us what the latency is like on these networks? Kannst du sagen, was die Latenz auf diesen Netzwerken ist? Can you tell us what the latency is like on those networks? The latency on these networks? Yes. Die Latenz bei diesen Netzwerken? Man muss zu einer Website gehen, um die Daten von der Basisstation abzurufen. Ich habe das nicht wirklich getestet. Und man braucht eigentlich einen API-Client, der die Daten abruft. Und ich glaube, das liegt irgendwo bei einigen Sekunden, 3 Sekunden vielleicht. Okay, is this somebody on my 8? Yes. Yes, that's one more. Okay, please, it's you. Yeah, so is Sigfox algorithms, all the things are running on the laufen companies provided chips, or is there some software involved, which could be potentially reverse engineered? Werden, oder ist da auch Software beteiligt, die theoretisch reverse engineered werden kann? Die Software, die könnte man zurückentwickeln. Das ist die Client-Software. Es gibt noch ein paar andere Aspekte, die man auseinandernehmen könnte. Aber man kommt nicht an die Basisstation ran, die wird Sigfox wahrscheinlich nicht rausrücken. Und eine letzte Frage aus dem Internet. Was sind die Vorteile, die du bei Sigfox gegenüber LoRaWAN siehst? Ich denke, Sigfox ist, verwendet noch weniger Leistung. Im Allgemeinen ist es aber gut, wenn es ein bisschen Konkurrenz gibt, wenn es mehrere Anbieter gibt. Es gibt Vorteile bei beiden Lösungen. Es braucht weniger Leistung und es skaliert vielleicht ein bisschen besser als LoRaWAN. Und man braucht eben sich nur um die Endgeräte zu kümmern und nicht ums Netzwerk.